Up, Leute, Zane ist wieder da mit den Spoilern zu Kapitel 914. Zusammengefasst und ins Deutsche übersetzt von unserem schönen Pirate Board. Der Titel des Kapitels ist Die Stadt Okobare. Die Medizin hilft und der Zustand von Tama bessert sich. Kiko kümmert sich um Zoros Wunden. Sie referenziert sich selbst mit Shisha und ist fast 3 Meter groß. Zuru möchte, dass Tama etwas Shiruko isst, aber Tama weigert sich es zu essen, da sie kein Geld hat. Zuru droht dann damit, es wegzuwerfen, woraufhin Tama es doch isst und am Ende Tränen weint, weil es einfach so lecker ist. Für alle, die nicht wissen, Shiruko ist ein warm serviertes japanisches Süßspeisengericht in Suppenform. Ja, gut, Suppe und süß, ja, muss man mögen. Vor 20 Jahren lebte der Kozuki-Clan im Schloss Oden und herrschte über Wano. Also, der Kozuki-Clan war Wanos wirklich großer Herrscher. Bam, 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 bam. Oden, der inzwischen verschieden ist, schaffte eine riesige Plantage und versorgte alle in Kuri mit leckerem Essen. Heute gehört die Plantage Orochi, wo Zuru und die anderen die verrotteten Zutaten von dort abkaufen. Als Zuru die Umstände von Wano erklärt, feuert auf einmal jemand einen Pfeil auf Zuru ab, welchen Zoro mit seinem Katana abwehrt. Der Schuss kam von einem Gifter mit einer Fledermaus-Smile, wodurch er zu einem Batman wurde. Batman! Batman! Er kann fliegen und 6-mal besser hören als normale Menschen, wodurch er Zurus Worte vernommen hat und sie für die Beleidigung des Shoguns töten will. Weitere Pfeile fliegen auf Zuru zu. Die Zoro alle abwehrt. Die Ablenkung durch den Fledermausmann nutzt aber ein anderer Gifter mit einer Gazellensmile, um Tama zu entführen. Kiko macht sich mit einem Katana hinterher und Ruffy und Zoro folgen ihr. Der Gazellenmann macht sich auf zur Beamtenstadt, wo Hawkins, Speed und Hold'em sowie 30 weitere Smile-Nutzer bereits auf sie warten. Ruffy fragt Kiko, wer sie ist, und sie antwortet, dass sie ein Samurai sei. Als Law von Beppo hört, dass Ruffy und anderen sich auf dem Weg zur Beamtenstadt befinden, sagt er: Nee, warte, das gibt nur Ärger. Wir müssen diese Idioten aufhalten. Ja, das waren die Spoiler zu Kapitel 914. Scheint, ja, nicht gerade das allerspannendste Kapitel sein, aber wir sind immer noch einfach in dieser Einleitungsphase. Da ist das normal. Ich schätze, die Wano Kuni Kapitel werden schon noch besser, also stay tuned. Aber endlich sehen wir mal wieder Law. Das freut mich sehr. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, wisst ihr ja wie immer Bescheid. Einen kleinen Klick auf den Abo-Button, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Wenn ihr schon dabei seid, vergesst die Notification Bell nicht. Und über ein Like auf dem Video freue ich mich natürlich wie immer sehr, sehr gerne. Wenn ihr mich mal live zocken sehen wollt, habt ihr auch dazu die Möglichkeit. Schaut einfach bei YouTube Gaming vorbei und zwar auf meinem YouTube-Kanal Just Insane. Dort gibt es nicht nur Livestream-Videos bzw. Let's Play-Videos, sondern ich zocke da auch für euch live. Und ihr könnt sogar währendher mit mir chatten. Wer hätte es erwartet? Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth!